Sie lassen nicht locker. Auch am Donnerstagabend versammelten sich hunderte Demonstranten in Tel Aviv, um die israelische Regierung und das Kriegskabinett unter Druck zu setzen. Die Menschen hier fordern ein Abkommen über die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln in den Händen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Die Gespräche dazu waren nach Angaben aus Verhandlungskreisen zuletzt ins Stocken geraten. Unter den Demonstranten war auch die 20-jährige Libby Goldberg-Polin. Ihr Bruder war am 7. Oktober von der Hamas entführt worden. Heute befinden wir uns an einem kritischen Punkt. Die Chancen, möglichst viele Geiseln lebend nach Hause zu bringen, werden immer geringer. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen und dafür sorgen, dass die Regierung sich so schnell wie möglich zu einem Abkommen entschließt. Die israelische Armee geht davon aus, dass die Hamas noch mehr als 130 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Allerdings ist unklar, wie viele davon möglicherweise schon tot sind. Hamas-Führer Ismail Haniyeh hatte am Donnerstag gesagt, die Hamas bemühe sich nach wie vor um eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln.